Das passiert mir original jedes Mal beim Film. Hallo Leute, mein Name ist Elvana und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass in den letzten Tagen jeden Tag ein Video kam. Und das wird es auch bis zum 8. Juli oder 7. Nee. Bis zum 8. Juli wird jeden Tag ein Video von mir online kommen. Also schreibt mir gerne eure Videovorschläge unten mal in die Kommentare rein, damit ich diese auch umsetzen kann. In dem heutigen Video werde ich ein richtig krasses blaues Make-up schminken. Also ich habe irgendwie so richtig Bock auf Blau. Ich fühle Blau irgendwie momentan, so blau, dunkelblau. So, finde ich irgendwie voll geil momentan. Vielleicht mit einer Cut Crease oder ein bisschen Glitzer oder so. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Video und los geht's. Meine Augenbrauen habe ich schon gemacht und zwar habe ich dazu die Rival de Loop Eyebrow Pomade benutzt und ein bisschen mit Concealer umrandet. Und jetzt fangen wir auch sofort an mit dem Auge. Und zwar benutze ich zuallererst einen Concealer. Das ist jetzt der von Manhattan, der Wake Up Concealer. Den gebe ich mir einfach so auf mein Auge und das verblende ich dann mit dem Finger. Ich werde jetzt direkt in einen blauen Ton reingehen. Und zwar benutze ich hierfür diesen Ton. Die Farbe hat so einen leichten Schimmer drin, aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein. Ich werde jetzt mit so einem Blenderpinsel da reingehen und mir das so auf mein Auge hier pressen. Oha! Und das mache ich wirklich in tupfenden Bewegungen, damit die Farbe auch gut haftet, ne? Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, was ist das denn überhaupt für eine Palette? Ich habe euch schon mal von dieser Palette erzählt. Das ist so eine von Amazon. Ich guck mal, ob ich es finde. Dann werde ich es auf jeden Fall unten verlinken. Ich glaube, ich werde eine Cut Crease ziehen, aber ich weiß noch nicht. Also die Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Jetzt werde ich anfangen, das Ganze so ein bisschen zu verblenden. Aber wirklich leicht. Ich nehme mir doch lieber einen sauberen Pinsel und gehe über die Kanten hier drüber. Ich werde mir jetzt eine Cut Crease ziehen und zwar benutze ich hier so einen flachen Pinsel und meine Foundation. Das ist die von Maybelline Superstay Foundation und die ist super deckend, deswegen kann ich damit auch einen guten Cut Crease ziehen, finde ich jetzt. Ich könnte natürlich auch einen Concealer nehmen, ne? So, der nächste Schritt ist auf jeden Fall mal ein bisschen abpudern, also meine Cut Crease. Und jetzt benutze ich meinen NYX Glitter Primer und ich gehe mit diesem Blenderpinsel hier so rein und das tupfe ich dann auf meine Cut Crease. Und dann benutze ich ein silberloses Glitzer und da gehe ich mit dem Pinsel, womit ich gerade meinen Glitter Primer aufgetragen habe, gehe ich auch einfach so rein. Und gib mir das dann jetzt. Halt mal, seht ihr überhaupt was? So, kommt mal ein bisschen näher hier. Boah, sieht jetzt schon geil aus. Oh mein Gott, heftig. Yes, yes, yes. So, ich habe jetzt beide Seiten gemacht und das, was ich jetzt natürlich mache, ist mein Make-up-Remover nehmen und mir unten drunter hier alles ja, sauber machen. Jetzt, wo alles clean ist, werde ich mich auf jeden Fall mal um mein Gesicht kümmern. Da nehme ich von P2 wieder dieses Primer Oil. Das gebe ich mir einfach so auf mein Gesicht drauf. Und das verteile ich auch sofort überall. Jetzt gebe ich meine Foundation auf. Und zwar ist das hier die Superstay Foundation von Maybelline. Ich bin wirklich super begeistert von der. Ich mag die wirklich super gerne. Und jetzt habe ich ein bisschen was auf meinem Schwamm und tupfe das jetzt so in mein Gesicht. Jetzt kommt mein Concealer und zwar benutze ich hier den Make-up Revolution Concealer, diesmal in C3. Der ist etwas heller als C5. Normalerweise benutze ich C5, aber ich habe jetzt Lust auf ein bisschen was Helleres, damit ich gleichzeitig auch sofort highlighte. Und denselben Concealer in C14, einfach zum Konturieren. Da mache ich mir so zwei so Striche und ein bisschen was an meiner Nase hier. Und unter meiner Lippe auch. Und hier oben auch, wenn wir schon dabei sind. Und ich verblende jetzt erstmal das Dunkle, also meine Kontur.
Und jetzt verblende ich überall da, wo ich gehighlightet habe und concealed habe. Jetzt fixiere ich das Ganze mit Speisestärke. Jetzt konturiere ich mein Gesicht und zwar hier mit diesem Art Deco Contouring Powder in 21 Dark Chocolate. Jetzt benutze ich meinen Bronzer, das ist auch von der Beauty Cosmetics Palette. Da gibt es so viele Töne, ich nehme einfach immer irgendeinen und gehe dann da so über meine Wangen. Zurzeit ist der Give Me Sun Bronzer von MAC so mein absoluter Favorit. Aber ich finde die BH Cosmetics Palette auch echt super, super gut. Dann ziehe ich mir meine Kontur scharf. Jetzt nehme ich mir so einen Pinsel und gehe wieder in das Blau, was ich vorhin benutzt habe. Und gehe wirklich ganz nah an dem Wimpernkranz entlang. Also super, super nah. Also ich will es nicht so smoky haben unten. So, und ich würde jetzt sagen, wir wischen das Ganze mal weg. Jetzt nehme ich mir mein Gesichtsspray. Und zwar ist das hier das von Mario Badescu. Und damit sprühe ich mich einmal ein und gehe dann direkt mit dem Beauty Blender so ein bisschen drüber. So, jetzt benutze ich Blush und zwar nehme ich hier so eine Blush-Palette. Ich verlinke euch eine ähnliche mal unten, vielleicht sogar dieselbe. Mal gucken, was ich da so finde. Ich benutze diesen Ton hier oben und gehe dann leicht über meine Wangen. Es ist heftig pigmentiert, aber ich gehe ganz leicht drüber, weil ich finde einfach, mir steht nicht so viel Blush. So, Leute, ich habe mir kurz Wimpern dran geklebt. Jetzt werde ich mir einen Kajal aufgeben und zwar ist das der von Jerry Weber. Ich habe keine Ahnung, woher der ist. Ich habe jetzt auch nur den, weil ich trage eigentlich nicht so viel Kajal und den gebe ich mir mal auf. Jetzt fehlt natürlich noch Highlighter und zwar nehme ich hier einfach mal den, den ich selbst gemacht hatte. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich es unten verlinken. Mit meinem Pinsel so rein und... So, ich werde jetzt alle Regeln brechen und mir wirklich einen dunkel-lila Lippenstift draufgeben. Ja, das werde ich machen. Geil. Krass. Oh Gott, das sieht aus wie schwarz. Das ist übrigens der Buttergloss von NYX in der Nummer in Black Cherry. So. Der letzte Schritt ist natürlich Fix Your Spray. Da benutze ich den All Nighter von Urban Decay. So Leute, und das wäre dann jetzt auch mein fertiger Look. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten auch über ein kostenloses Abo. Und ja, hiermit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao. Struggle. Jedes Mal dieser Struggle.